Ja, dann hau doch ab. Dann hau doch ab. So, Pferderennen ist on Start. Dann gehen wir mal kicken hier. So. Heute ist ein Festtag, mein Liebster. Du kommst doch auch, oder? Hallo, ich bin doch schon da. Heute findet dein Fest statt. Nimmst du daran teil? Ich habe keine Ahnung. Wenn man ein Pferd braucht, wahrscheinlich wohl nicht. Nimmst du heute an den Festlichkeiten teil? Wieso fragt ihr mir alle das Gleiche? Festtage wie diese sind einfach am besten. Okay. Die festliche Stimmung in der Stadt erinnert mich an meine Heimat. Ah ja. So, die Herren Doktoren. Hallöchen, Nubita. Heute ist ein großer Festtag, ja. Ich wollte sehen, was hier los ist. Und dann fiel es mir ein Fest. Der Arzt ist auch sehr komisch. So, Smitty. Heute ist das große Fest. Für solche Dinge ist man nie zu alt. Hab eine gute Zeit, Nubita. Ja. Hey, Nubita, weißt du, ob Harmon am Fest heute teilnimmt? Keine Ahnung. Vor dem Fest habe ich nochmal schnell die Arbeit auf der Farm erledigt. Ja. Um diese Jahreszeit, wie startet man das Fest? Ah, jetzt kommt der Bürgermeister. Hey, ich habe gehört, heute findet ein Fest statt. Na toll, die seid doch wieder ein paar Traubenelfen sind hier. So, muss ich mit dem wahrscheinlich quatschen und dann geht das los hier, oder? So, Zeit fürs Pferderennen. Bist du dabei, Nubita? Ich weiß nicht, ich habe kein Pferd. Kannst du mir eins leihen? Du hast kein Pferd. Wo soll ich denn dein Pferd herholen? Soll ich mir eins aus den Rippen schneiden, oder was? Hallo, du da? Wo willst du? Hey, bleibst du bestimmt? Tut mir leid, ich habe gerade keine Zeit. Ach so, du bist damit auch beschäftigt, vor mir wegzurennen. Ja gut, dann steckt euch das fest, was ich wohin? Ich bin nur so vorbeigekommen, okay? Das ist die beste Jahreszeit zum Spazierengehen. Ja, ihr macht das schon. Feiert ihr mal euer Pferderennen, ich gehe angeln. Weil ich habe kein Pferd, was soll ich denn machen? Ohne Pferd kann ich nicht daran teilnehmen. Dann gehen wir halt eine Runde angeln. Kann ich ja angeln, kann ich, oder? Wie viel Strom haben wir denn noch? 40 habe ich noch. 40 Energy. So, wir können hier nochmal kurz ein bisschen am Bäumchen rumwackeln. So, zack, zack und zack. Zack, zack und zack. Ich muss mal gucken, ob ich angeln kann auch ohne Köder. Das weiß ich gar nicht. Wo ist der Schwimmer da? Man sieht ihn echt kaum, ey. So, wir haben einen Seearsch gefangen. Jawollo. So, dann schmeiß mal da rein, dann sehen wir das Ding auch ein bisschen besser. Wo ist der Schwimmer denn jetzt hin? Ich sehe ihn echt nicht. Ah, da unten ist er, okay. Den hätten sie eigentlich anders markieren müssen, diesen Schwimmer von der Angel. Das ist ein bisschen echt schlecht geregelt, finde ich. Oh, ein Tintenfisch. 14,3. Der gibt bestimmt richtig Asche, der Tintenfisch. Da gibt doch bestimmt gutes Geld. Komm schon, beiß an. Ja komm, beiß an. Was ist das? Ein Oktopus, 45,7 cm. Alter, wird ja mal besser hier. Mal kurz speichern hier. So. Ist halt die Frage, ne, ob die Größe was ausmacht, ob das umso mehr dann wert ist.
Wo ist denn der Schwimmer jetzt? Ich sehe den Schwimmer wieder nicht. Ach, da ist er. Dieser kleine komische braune Fleck da im Wasser. So, komm, beiß an, beiß an. Hab euch nämlich was mitgebracht. Ja, komm, Putt-Putt. Beiß an, lieber Fisch, beiß an. Ja, das ist halt das Problem. Hat sie ja gesagt, die Tante. Wenn man die ganze Zeit an der gleichen Stelle angelt, kann das sein, dass der war fast ein Meter, der Seebarsch, dass es halt länger dauert, bis sie anbeißen, ne? Man sollte halt auch des Öfteren mal die Stelle wechseln. Das mache ich jetzt auch mal. Ich gehe mal hinten zum anderen Strand. Dim, 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 dim. Mich würde es mal interessieren, was man mit dem Floß machen kann. Mit denen kann man bestimmt später wegschwimmen oder so. Na komm, beiß an. Wobei hier so nah am Ufer, glaube ich, gar kein Fisch anbeißen wird, oder? Zumindest habe ich da leichte Zweifel. Ne, ich glaube nicht, dass sich hier ein Fisch anbeißen wird. Ich glaube, in den Bergen gab es auch noch irgendwie so ein Ding zum Angeln, oder? Gab es, glaube ich, auch irgendwo so einen See? Kullerwald. Geht das hier zu diesem komischen Baumstumpf oder was? Ja, das kann er nicht, das ist aber eine Höhle. Komme ich aber nicht rein. Da kommst du noch nicht rein. Das ist bestimmt die Höhle von diesem komischen Äffchen. Platsch, was? Hier können wir doch bestimmt angeln am Fluss. Es regnet. Es regnet. Ja. Ach man, ich habe keinen Regenschirm dabei. Da drüben ist ein Baum, wo ich mich unterstellen kann. Ach Gottchen, wäre bloß nicht nass, oder was? Sieht so aus, als würde der Regen nicht so bald aufhören. Hund. Wimmer. Ein Hund. Ein Wauwau haben wir gefunden. Ich glaube, ich höre ein Tier. Und es ist ganz in der Nähe. Oh, Knuffi, ein Hund. Wimmer, was hat denn der? Gefunden. Was machst du denn hier? Bist du in Ordnung? Ja, der Hund, der kann dir bestimmt antworten. Oh nein, er sieht so schwach aus. Ich werde dich retten. Rette ihn. Bleib ganz ruhig, ich hole Hilfe. Der sieht ja süß aus, der Hund. So, jetzt sitzen wir da beide voll geschillt im Regen, genau. Ich frage mich, ob ich das Unwetter ein wenig beruhigt hat. Ob sich das Unwetter ein wenig beruhigt hat. Hallo, du sitzt mitten im Regen. Was soll sich da beruhigt haben?
Aber was macht ein Hund so ganz allein im Wald? Er hat ein Halsband an. An das bedeutet, du wurdest ausgesetzt, nicht wahr? Aber du siehst, du bist doch noch ein Welpe. Wer würde so etwas Gemeines tun? Okay, du kommst mit zu mir, Kleiner. Ich kümmere mich um dich. Cool, jetzt habe ich einen Hund. Geil. Du bist verletzt. Wo hast du denn diese schlimme Wunde her? Er ist so schwach und ich weiß nicht, wie man so eine Wunde behandelt. Ja, wo kriege ich denn Hundefutter her? Oh, ich weiß, dabei sicher. Dauermann helfen. Ja, Dauermann kann immer helfen. Ich hole Hilfe. Warte einfach hier und halte durch, okay? Wimmer. Keine Sorge, ich komme wieder. Ich verspreche es. Wenn du Hunger hast, versuche ganz kleine Happen zu essen, ja? Nicht alles auf einmal herunterschlingen, okay? Okidoki. So, dann suchen wir mal Doraemon. Wimmer. Doraemon, ich brauche deine Hilfe. Boah, warum bist du so klatschnass? Was ist passiert? Das hat Zeit. Da ist ein verwundeter Hund im Wald und er... Du musst ihm helfen. Wirklich? Das klingt ja furchtbar. Lass uns sofort los. Jetzt ist der Hund weg. Wo kommt dieser große Felsen her? Ja. Der Sturm vorhin muss einen Erdrutsch verursacht haben. Was denn für ein Sturm? Der Hund ist auf der anderen Seite, Doraemon. Tu doch was. Das ist ein Fall für... Yep. Hä, wo sind meine Superhandschuhe? Ach man. Oh nein. Denen fehlen auch alle Sachen. Ich fürchte, ich habe auch meine Superhandschuhe verloren. Das darf doch nicht wahr sein. Was können wir tun? Hab keine Apparate bei einem so großen Felsen, muss ich passen. Ich hatte sie, als ich in diese Welt kam. Sie müssen irgendwo sein. Okay, dann teilen wir uns auf und suchen nach den Superhandschuhen. Jawohl, Detektiv. Halte durch, wir werden dich retten. Ja. Jetzt muss ich Handschuhe suchen, oder was? Und alle sind zwar am Festplatz und nicht so, dass sie durch die Gegend eiern und Handschuhe suchen, oder wie? Ah. Aber die Stelle war da vorher auch schon zu. Die Frage ist natürlich, wie findet man jetzt die Handschuhe oder wo? Weil vor allem, ist es jetzt auch eine Quest oder was ist das? Weil hier steht auch nichts. Ah. Bei den Quests steht aber auch nur nichts. Wozu ist denn dieses Questfenster da? Das frage ich mich wirklich. Ja, ich wollte eigentlich noch eine Stelle zu suchen zum Angeln, ne? Eigentlich. In die Mine brauche ich jetzt auch nicht mal gehen, da lohnt sich auch nicht wirklich. Pflück. Flop. Das ist halt auch die Frage, wo soll man jetzt überall suchen nach diesen blöden Handschuhen? Das frage ich mich gerade. Oh, der gibt bestimmt richtig viel Geld, ne? 1, 2, 3, 4 Sterne.
So. Man müsste halt auch wissen, wo soll man nach den Handschuhen suchen, ne? Natürlich auch so eine Frage. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, gehen wir mal hier eine Runde. Schlappen und so. So, hoppala. Speichern, yes. Jetzt, wenn wir den Speichern hätten, sehe ich anders regeln müssen. Gießkanne. So, die Kartoffeln sind auch bald gar reif. Das sind, glaube ich, Kartoffeln hier, die ich gerade gieße. Ich habe gleich mal eine Idee, wo ich gucken kann nach diesen Handschuhen. So. Boah, Alter, wie lange brauchen diese verdreckten Erdbeeren? Das ist halt der heile Wahnsinn, ja? Die müssen ja Geld bringen ohne Ende, wenn die so lange brauchen, die zum Wachsen. Das ist ja nicht mehr feierlich, ja? So. Kurzes Areal checken. Hey du, wo willst du hin? Hey kleine Maus, was hast du denn so vor? Laufen halt nur mal so um meine Felder herum hier. Als würden sie irgendwas im Schilde führen. Gut, ich will mal kurz gucken wegen den Handschuhen. Ich habe da so eventuell einen Verdacht, wo die sein könnten. Ich möchte mal in diese Höhle schauen beim Strand. Weil die Höhle, die muss ja auch irgendwie für was da sein. Für was gut sein. Irgendwas passiert hier, das ist schon mal gut. Ganz schön eng hier drin und leer. Moment, etwas stimmt nicht. Einige der Wände sind weiß. Ich frage mich, ob ich etwas finde, wenn ich noch tiefer hineingehe. Du willst nur tiefer hineingehen. Ich hole lieber Dobramon. Und die anderen. Ja, Dobramon, da kann doch eh nicht helfen. Den fehlt dann wieder das und den fehlt dann wieder jenes. So. Hey Nobita, was ist los? Das ist nur eine gewöhnliche alte Höhle. Ziemlich beengt. Auch ist hier etwas drin, Nobita. Wenn wir nicht bald zurückkehren, wird Termais sauer werden. Schaut euch diese Wand an. Stimmt etwas nicht mit der oder irre ich mich? Was meinst du? Oh, ich sehe einen oder zwei weiße Flecken. Das meinte ich. Vielleicht befindet sich ja etwas hinter diesen Stein. Und was genau? Na, du weißt schon. Ein geheimer Schatz oder irgendwie sowas. Klar, und dazu noch ein Piratenschiff.
Der Typ ist geil. Dörrmann, mein Freund, mein bester Kumpel, könntest du was für uns untersuchen? Jetzt, wo du es sagst. Der Passagierreifen bringt uns auf die andere Seite, wenn dort etwas ist. Los geht's. Nur mit der Ruhe, ja? Lass mich raten, ein Apparat, da fehlt. Wollen wir wetten, dass er weg ist? Es war klar, dass er nicht da ist. Es war wieder so klar. Warte, du hast ihn doch nicht schon wieder fallen lassen, oder? Ernsthaft? Gut, und was nun? Wir können nicht auf Doraemon zählen. In letzter Zeit nicht wirklich. Das ist einfach fies. Ja. Lass uns zusammen danach suchen, okay? Ich helfe mit. Oh, Shizuka, du strahlende Engel. Ja. Finde den Passagierreifen und kein Stein wird uns aufhalten können. Was ich denn schon alles finden soll? Ich weiß gar nicht, wo ich das alles suchen soll. Ich suche auch danach. Überlassen wir die Apparatsuche Nobitas Team oder Glint. Klingt gut. Lass uns anfangen, ja. Das glaube ich einfach nicht, Leute. Wir können keine Apparate zurücklassen, als lass uns suchen. Danke, ihr beiden. Zuerst müssen wir die letzte Spur unserer Apparates finden. Dafür müssen wir wohl nach draußen. Klingt gut. Hm. Was habt ihr denn vor, Leute? Hey, hey. Nobita und Doraemon und Shizuka sind auch da. Hallihallo. Wir haben diese App. Was ist eine App? Hey, Hamon, was machst du da? Weißt du, ich habe dich nur eingeladen, weil Gemma es so wollte. Okidoki. Deshalb musst du nicht noch lange gemein sein. Wie auch immer, jetzt ist der Plan ruiniert. Wenn ihr wissen wollt, was wir vorhaben, bringt mir einen Käfer. Was die denn alle wollen. Egal welche Art von Käfer. Warte, vergesst den Käfer. Bring mir lieber eine Blume. Blumen sind langweilig. Käfer sind viel cooler. Wie wäre es mit Gemüse? Ja, genau, Leute. Das nenne ich mal langweilig. Klingt eigentlich ziemlich gut. Ha. Hey, Leute. Ah, Sandy. Wie oft habe ich euch gesagt, ihr sollt nicht so laut am Strand sein? Entschuldige, Sandy. Ha. Nächstes Mal kommt ihr mir nicht so einfach davon. Das war knapp. Ich frage mich, wie, was sie gemeint hat. Hey, ich weiß. Wir könnten ein Geschenk fürs Handy besorgen. Ein Geschenk? Wenn wir ihren Lieblingsfisch bringen, lässt sie uns hier spielen. Was ist denn jetzt ihr Lieblingsfisch? Shizuka, das ist genial. Nobita, bring uns einen Fisch und wir lassen dich mitspielen. Aber ich weiß nicht, welchen Fisch Sandy mag. Das ist nicht mein Problem. Finde es selbst heraus. Du packst das, Nobita. Ja, genau. Ah. Uff, was für ein Schlamassel. Doraemon, was ist los? Der Passagierreifen scheint hier gelandet zu sein. Ach, der Hula-Hoop-Reifen da, oder was? Echt? Sieht ganz danach aus. Was macht er überhaupt? Nun muss ich auf jeden Fall zurückholen. Das wäre echt toll, Kumpel.
Sandy hat doch mal erwähnt, dass sie Sperrfisch mag, oder? Genau, Sperrfisch. Sperrfisch? Okay. Und das war's jetzt, oder was? Sperrfisch? Aber das muss ja auch ein bisschen verbuggt sein, ne? Weil die ganzen Aufgaben, die ich kriege, die werden hier überhaupt nicht in den Questmarker reingeknallt. Oder bin ich da gerade ein bisschen zu doof hier? Weil der eine hat jetzt einen Hula-Hoop-Reifen, den muss ich holen. Der andere, der will eine Muschel haben, wo ich überhaupt keine Ahnung habe, was für eine Muschel der haben will. Damit ich da diesen komischen Armreif bekomme und was weiß ich nicht was. So langsam wird sie sehr, sehr unübersichtlich. Ja. Und moin moin, willkommen und Dankeschön für deinen Follow. So, muss ich mal gucken, wie ich das hier alles meistere. Das wird ja immer anstrengender und immer komplizierter hier. Den Hund, den muss ich retten. Da weiß ich auch nicht, wo ich da seine komischen Handschuhe finden soll. Also langsam wird das wirklich unübersichtlich hier. Aber volle Granate, Renate. Das heißt, ich soll jetzt wahrscheinlich erstmal angeln und dann muss ich irgendwie einen Sperrfisch angeln. Gut, gehen wir mal ein paar Köder kaufen. So. Köderkugel, feine Köderkugel. Zum Angeln wertvoller Fische. Ja. Ich werde mal einen kaufen. Ich hoffe, dass einer reicht. Weil ich habe einfach keine Kohle mehr für sowas. Ich brauche das Geld ein bisschen auf die andere Sachen hier. So, schmeiß mal den Köder hier rein. In der Hoffnung, dass wir dann so einen Sperrfisch kriegen. So. Das ist eine Bastardenmakrele, aber nicht das, was ich gesucht habe. Oder suche? Olivgrüne Flunder, ja. Ist halt auch die Frage, ne, wo angelt man einen Sperrfisch? Kann ich den hier angeln? Angel ich den woanders? Vor allem ist auch die Frage, wie lange halten denn die Köder, die ich hier ins Wasser schmeiß? Zählen die nur für einen Fisch? Zählen die für mehr Fische? Weil ich kann ja auch ohne Köder angeln. Alles ein bisschen verwirrend. Ein Seebarsch, ja. Da kann ich nicht angeln. Na komm, beiß an, tut.